Schönen guten Tag zusammen, willkommen zurück zu Oxygen Not Included und wir starten direkt durch. Wir haben Zyklus 91 und naja, wie ihr es von mir kennt, ich habe schon ein bisschen weitergemacht und es hat sich ja auch schon ein bisschen was getan. Ja, das werde ich nicht weiter kommentieren. Ja, was habe ich gemacht? Ich habe hier so ein bisschen gebaut, wie ihr seht. Ich habe hier gleich drei Algendistillen hingebaut, damit wir halt ein bisschen mehr produzieren können, sofern dann halt die Lager mit Schleim voll sind. Dann haben wir hier einen kleinen Wassertank, haben wir hier gebaut. Hier haben wir, gut, das ist noch die alte Wasserreserve, die wir von Anfang an hatten. Hier haben wir ein bisschen auf und ausgebaut. Hier habe ich das nochmal in zwei Parts geteilt. Einmal sollte das hier für Mehlholz sein und hier oben hatte ich schon vorbereitet für die Dornblüten, die hier eines Tages mal wachsen sollen. Deswegen habe ich hier nämlich auch schon diese hydroponischen Farmen entsprechend hingebaut. Da müssen wir dann mal gucken, wie wir das machen, weil da brauchen wir natürlich auch entsprechend Wasser für. Und das hatte ich erstmal den Plan, dass wir hier zum Beispiel das Schmutzwasser, dass wir das hier reinpumpen, dass wir das hier wegfiltern, dass wir also quasi aus diesem Schmutzwasser filtern wir erstmal das gute Wasser raus und das gute Wasser nehmen wir dann letztendlich, das gefilterte Wasser nehmen wir letztendlich hier für die Pflanzen. Zumindest so war das erstmal geplant. So, ansonsten hat sich hier, glaube ich, nicht so viel getan. Ich habe hier nochmal ganz spontan eine Krankenstation hingezaubert, weil es mir das Spiel befohlen hat. So, dann haben wir ja leider wieder hohen Stress. Ich hatte das mal über eine Zeit lang relativ gut im Griff gehabt. Jetzt sind sie wieder ein bisschen sehr gestresst. Liegt wahrscheinlich aber auch an der Tatsache, dass wir hier den einen oder anderen leider ein bisschen, befördern mussten. Zum Beispiel hier Stufe 4, dann plus 2 Essen, plus 50 Dekorationserwartung. Das ist natürlich ein bisschen doof. Ne? Wir mussten die aber auf jeden Fall nach oben schieben, damit wir, beziehungsweise auf jeden Fall befördern, damit wir hier halt Viecher züchten können, damit wir hier unsere Hatches züchten können. Da sind wir ganz gut bei. Hier sehen wir schon das erste Ei. Vorhin war da nochmal ein Ei von einem Steinhatch und das dürfte jetzt ein Algenhatch sein. Algenhatch, da müsste ich dann mal glatt mal gucken. Das sind eigentlich so Sachen. Ich muss mal eben kurz gucken, ob wir hier vielleicht schon Eier lagernd haben. Ich guck mal eben. Omelette haben wir natürlich nicht. Kochzutat müssten es dann sein. Egg. 3000 Gramm Hatchling Egg. Also Hatchling Ei. Das heißt, es müssten eigentlich drei Eier sein. Haben wir das hier auch? Warte mal. Hatchling Egg, hier sind sogar vier Stück drin, okay. Die drei hatte ich jetzt mal abgeschaltet, weil wir hier so ein kleines Problem hatten mit Strom, dass der Stromkreis überlastet, weil ich hier eigentlich auch alles drauf habe. Ich habe hier halt dieses, diesen Grill habe ich hier, ich habe hier die Kühlschränke, das ist alles auf einer Stromleitung und das ist, ja, das macht natürlich herzlich wenig Sinn. Hier brauchen wir noch einen Koch für, da können wir momentan eh nicht bei. So, wie viele Betten haben wir? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 Betten. Okay, hier ist die Algenproduktion in Gange. Da haben wir 1,6 Tonnen. Kohle haben wir 8 Tonnen. Da müssen wir so ein bisschen Gas geben. Hatchling. So, haben wir jetzt hier. So. Sand. Haben wir auch Magmatit wieder? Gold, Amalgam, Mineral, Magmatit haben wir 93 Tonnen. Sandstein, also Magmatit werden wir hier auch mal ein bisschen verfüttern. Können wir, glaube ich, gar nicht, oder? Nee, das fressen die ja gar nicht mehr. Das fressen die ja gar nicht mehr. So ein doof ist das. Stonehatch. Hatch, Stonehatch. Kupfer, Gold, Amalgam, Magmatit. Da muss ich mal gucken. Da muss ich leider noch mal gucken. Wollen wir das ändern? Kreaturen. Hatches. Mal gucken, was der Stonehatch noch mal futtert. Critter Morph Stonehatch. Comes from a Stonehatchling Egg. Futtert halt den ganzen Kram und produziert dann Kohle. Magmatit. Ah, okay. Das heißt, wir könnten hier eigentlich auch Magmatit verfüttern. Stone Hatchling. Magmatit, das kopieren wir da mal hin. Und dann sagen wir nochmal Hatch. Da packen wir
Aber warum gehst du immer nach oben? Ich will doch da unten hin, Mensch. Hedge. Da ist Stonehenge. Magmatit. Magmatit. So. Jetzt sollte es gehen. Gut. Ein bisschen Kohle haben wir auf jeden Fall noch da. Das sollte erstmal passen. Stress erbrechen. Ja, wir sind bei 66%, 67%. Ruby ist diesmal... Ne, wer war das jetzt? Na, wir haben Stinky. Ich möchte aber erstmal primär auf Ruby. Ruby sagt, sie ist klatschnass. Das finde ich gar nicht gut. Klatschnass ist sie. Warum? Achso, weil sie hier am Buddeln sind. Ah, alles klar. Okay, das wird sich dann also auch verflüchtigen. Okay, hier sind wir wieder bei 14.000 Essen. Ich habe das nach wie vor so gemacht, dass ich mich nur vom Mehlholz ernähre. Also, wir haben keine Matschriegel. Das heißt, wir müssten eigentlich Erde und Wasser sparen. In Anführungszeichen, wir verbrauchen halt weniger, weil diese Pflanzen offensichtlich weniger verbrauchen. So, müssen wir erstmal wieder ein bisschen sauber machen hier. So, wir müssen allerdings auch mal sehen, dass wir hier ein bisschen Gas geben. Wir müssen hier nochmal Energie reinkriegen, damit wir hier auch, damit wir hier vernünftig produzieren können. Dafür brauchen wir allerdings einen Koch. Der fehlt uns natürlich auch noch. Achso, ein Koch. Wo ich jetzt gerade Koch sagt, dann können wir hier mal reingucken. Bedienen, FIFA und Kunst, bauen, Reinigung, Landwirtschaft. Nope. Kein Koch, kein Duplikant. Also hier haben wir auch ein kleines Problem. Die Dinger wachsen nicht, weil wir hier keinen Strom produzieren. Hier ist momentan auch nichts zugange. Das hätte ich erstmal prophylaktisch gebaut. Ich gehe mal wieder auf die langsame Geschwindigkeit, damit wir nicht so viel Zeit verbrennen. Momentan zumindest. Schauen wir mal rein. So, wir hatten das hier gebaut. Das soll ja gefiltert werden hier rein. Im Prinzip müssen wir also hier rein switchen. Das können wir eigentlich schon mal fertig bauen. So, Rohr, da hatten wir gesagt, dann nehmen wir Granit, springen hier rein, dann wird das gefiltert. Frage ist, wo filtern wir das hin, beziehungsweise wo geben wir das rein? Da müssten wir eigentlich einen neuen Tank bauen. Eigentlich müssten wir einen neuen Tank bauen. Hier hatte ich nämlich auch schon mal angefangen zu bauen hier an der Stelle. Hier sollte eben das Schmutzwasser reingepumpt werden an die Stelle. Das könnten wir eigentlich auch machen. Hier kommt das... Na gut, hier haben wir natürlich verschmutztes Wasser. Hier haben wir Keime drin. Das ist keimlos. Ich würde sagen, wir setzen erstmal die Wasserleitung. Und dann müssen wir das hier irgendwo reinpumpen. Ich würde doch sagen, dass wir das hier irgendwie reinpumpen. Dann müssten wir hier runter. Hier einmal da runter. Wollen wir das machen? Ich meine, dann... Obwohl, das wäre eigentlich ganz gut, weil wir brauchen unbedingt die Dornenbeeren. Weil die Dornenbeeren, die können wir wieder dann mit den Graupelweizen kombinieren und dann haben wir halt diese komischen Riegel. Die sind einmal vom Nährstoffwert halt richtig gut und natürlich dann auch von der Wertung. Also die haben, ich glaube, plus 4, meine ich sogar. Wenn ich mich jetzt nicht irre. Dann gehen wir hier runter. Ja, fein. Klick doch weg. Klick doch weg, den Kram. So, gehen wir mal rüber. Hier am... Warum macht er das denn? Warum? Nochmal. Das könnte ein bisschen länger dauern heute. So, bis hier. Dann runter. Und dann stopfen wir das mal da rein. So. Dann müsste das Schmutzwasser halt da ankommen. Wir können es hier wegfiltern. Und hier müssten wir das eigentlich in einen Tank reinbuddern, der normales Wasser führt oder gefiltertes Wasser führt. Aber wo packen wir das rein? Packen wir den Tank hier vorne irgendwo hin? Hier würde ich sich quasi anbieten, hier an der Stelle. Aber hier haben wir schon ein bisschen Wasser, das ist das Problem. Hier haben wir auch einen Erdgasgeysir. Den müssten wir allerdings auch wieder erforschen. Hier können wir uns, glaube ich, auch noch nicht so wirklich reinbuddeln. Hier vielleicht... Hm.
Das ist alles nicht schwierig. Oder wir buddeln uns hier rein und bauen hier den Wassertank rein. Ich würde das ja... Oder wir pumpen das direkt rein. Das können wir natürlich auch machen. Dass wir filtern und das dann direkt hier reinpumpen. Das können wir natürlich auch machen. Dann würden wir uns quasi einen Wassertank sparen. Das wäre eine Alternative. Wisst ihr, warte, machen wir das mal ganz anders. Wir machen das mal weg, beziehungsweise bis hier weg. So, bis hier machen wir das mal weg. Das kann bleiben, das Rohr, das ist in Ordnung. So, dann lenken wir das Ganze mal um, indem wir sagen, wir gehen hier lang. So, und springen da unten rein. So. So, dann haben wir hier ja das Rohr. Das wird dann... Ja, wollen wir das hier oben hinsetzen? Oder wo setzen wir das hin? So, da gibt er raus. So, dann machen wir hier die Rohrbrücke. Rohrbrücke nach oben. So, und dann haben wir nämlich hier die Versorgung drin. Bis hier. Und das reißen wir ab. Okay. Mal gucken, ob das so funktioniert. Weil so würden wir quasi dann das gefilterte Wasser direkt hier oben hinpumpen. Ob das funktioniert, ist eine andere Frage. Aber das lassen wir erstmal dabei. Ein paar Leinwände sind auch schon fertig. Hatten wir eigentlich jemanden für Kunst? Hatten wir tatsächlich Kunststudent Ruby? So. Da müssen wir vielleicht auch mal ein bisschen Gas geben. Kunststudent Ruby. Kunst. Jetzt mal ein nach oben. Dass Ruby mal anfängt, hier so langsam die Bilder zu malen. Dass wir hier den Dekorationswert wieder ein bisschen pushen können. Ach so, übrigens, wo mir das jetzt gerade einfällt, ihr hattet ja auch in den Kommentaren geschrieben, so Tutorials etc. pp. Und ich hatte ja auch, war mir auch nicht so ganz so sicher, ob ich nach dem zweiten Ranch-Update oder nach dem nächsten Update nochmal wieder weiterspiele von Oxygen, weil einfach weil ich einfach zu wenig Zeit habe, zwischen den einzelnen Updates hier vernünftig was auf die Beine zu stellen. Deswegen wollte ich eigentlich erst ein Päuschen machen. Aber die Idee von einem Tutorial ist eigentlich gar nicht so schlecht. Deswegen hatte ich mir überlegt, ich werde dann erstmal vielleicht Tutorials machen, vielleicht werden wir ein paar Sachen ausprobieren. Das heißt, wir machen eben so eine kleine Mischung. Wir machen erst ein paar Tutorials, sodass man erstmal die Steuerung und sowas alles erstmal kennenlernt, die einzelnen Bauteile und Möglichkeiten erstmal erklärt. Und dann kann man ja vielleicht irgendwelche, ich sag mal, irgendwelche Projekte zusammen ausarbeiten. Ihr könnt Vorschläge machen oder wir machen das vielleicht mal als Livestream, das muss man mal sehen. Den pusten wir gleich mal weg hier, den will ich hier nicht sehen. So, und dass wir dann zum Beispiel gemeinsam irgendwelche wie will ich sagen, Bauarten, aber dass man dann halt irgendwelche ausgeklügelten Filter-Steuerungssysteme oder sowas entwirft, wo man halt so gewisse Sachen vielleicht mal ausprobieren kann. Das fände ich eigentlich so ganz, ganz cool. Und dann müsste man mal sehen, wenn wir dann irgendwann in Zukunft wieder Updates haben, die ein bisschen vom Zeitfenster ein bisschen weiter auseinander sind, vielleicht so 2 Monate, dass man dann wieder mal eine richtige Staffel spielt, dann hat man ein paar Sachen ausprobiert. Und so weiter und so fort. Wir haben jetzt, habe ich ja auch schon die Möglichkeit, über Sandbox hier alles aufzurufen. Lasse ich erstmal außen vor und nach dem nächsten Update, da machen wir das Ganze so ein bisschen mehr nach Tutorial. Also da bauen wir das jetzt nicht so wie hier, dass man das wirklich alles noch per Hand macht, sondern dass man tatsächlich sich in der Sandbox so ein bisschen was hinstellt und ein paar Sachen ausprobiert. Weil ich habe viele Sachen noch gar nicht gesehen. Ich habe zum Beispiel noch nicht gesehen, wie sowas hier arbeitet. Zum Beispiel so eine Landwirtschaftsstation oder sowas, wie sowas vernünftig arbeitet. Oder wo wir halt in Richtung Strom ein bisschen was machen können. Da gibt es ja auch eine ganze Menge, was wir hier noch gar nicht gesehen haben. Petroleumgenerator. Wir haben mit Starkstromkabeln und hier starke Leiter, Verbindungsplatten und sowas. Damit haben wir noch gar nicht gearbeitet. Und das sind nämlich dann prima Sachen, die wir dann im Rahmen eines Tutorials einfach mal ausprobieren können. Damit man auch wirklich mal Sachen sieht und auch gebündelt Sachen sieht, die man jetzt sich hier sonst nicht unbedingt erspielen kann. Aus Zeitgründen. So, und wir haben hier auch noch so einen kleinen Hatchling. Da so einen kleinen Mikro. So, sind die süß.
so einen kleinen Mini-Hatchling. Ja, echt süß, muss man sagen. Die laufen hier, ich weiß nicht, wo die dann immer schlüpfen, keine Ahnung. Ich behaupte mal, die kommen tatsächlich irgendwie aus diesen Kühlschränken. Müssen sie ja irgendwie kommen, weil sonst könnte ich mir jetzt nicht erklären, wo die jetzt auf einmal spawnen. 7 Tiere, okay, das heißt, mittlerweile ist ein Tier gestorben. Ach nee, Moment, ist ja Blödsinn. Ich rede gerade Blödsinn. Wir hatten hier 9 Tiere drin. Wir hatten hier deswegen 9 Tiere, weil hier auch ein paar Hatchlinge, ja, geboren worden sind, sind aufgezogen worden und dann waren natürlich die ganzen Viecher hier, die waren ein bisschen groomed. Mal gucken. Zahm, glücklich. Ah, guck mal, die sind jetzt nämlich alle einigermaßen glücklich. Vorher waren sie eben nicht glücklich, weil das hier überbevölkert waren. Da hatten wir nämlich insgesamt 9 Hatches, bis zu 8 können wir ja reinsetzen. Und hier hatte ich dann erstmal zwei getötet und außerdem hatte ich das auch gemacht, damit wir ein bisschen Essen haben. Aber verratet es keinem. Und müssen wir mal sehen. Ich muss hier auf jeden Fall auch noch eine zweite Farm setzen. Ziel war es oder ist es eigentlich, eben mal eine zweite Farm zu setzen, damit wir eine Farm haben, quasi zu züchten. Und die andere, um, naja, um vielleicht das ein oder andere Tier später einem höheren Zweck zuzuführen. Ja, so war eigentlich so mein Plan. So. Jetzt sind sie natürlich überall noch in Gange. Wir haben wieder einen relativ hohen Stress. Wir müssen also auch zusehen, dass wir hier höherwertiges Essen zum Beispiel auch rankriegen. Das ist schon relativ wichtig. Dekoration müssen wir eigentlich auch mal wieder ein bisschen gucken. So, dann haben wir hier... Hier können wir, glaube ich, auch mal ein bisschen was reinbauen. Vielleicht mögen Hatches ja auch Bilder, wer weiß. So, Sauerei gemacht, das gucken wir uns gleich an. Sauerei gemacht. Wahrscheinlich die WCs wieder mal überbevölkert sind. Und voll sind. So, erstmal gleich das Wasser wegmachen, damit wir gleich die Dekorationswerte wieder nach oben schieben. So, und dann müssen wir vielleicht auch mal gucken, dass wir vielleicht auch mal WCs bauen. Ein oder zwei normale WCs mit Wasserspülung. Damit die sich hier nicht einscheißen, auf gut Deutsch gesagt. Könnte man hier bauen, hier um WCs. Da müsste man eigentlich auch nur wieder Wasser hinkriegen. Ist die Frage, ob man bei WCs auch verschmutztes Wasser reinsetzen kann. Weißt du was, wir versuchen das einfach mal. Mehr als schief gehen kann es ja nicht. So, pass mal auf. Wir packen uns nämlich Toiletten hin. Vielleicht hier vorne hin. Machen wir 3 Stück? Dann machen wir 3 Stück. Wir machen mal 3 WCs, das passt so ganz gut hin. So, Eingang. So, wir legen den mal hier oben hin. Hoffentlich funktioniert das so, wie ich mir das vorstelle. Das frage ich mich ja immer. Ausgang. So, Ausgang. So, da gehen wir hier rein. Gehen wir jetzt direkt runter. Wir können auch direkt runtergehen. Was soll's. So. Dann hätten wir nämlich hier oben halt normale WCs, normale Wasser-WCs. Und die würden sich quasi auch ein bisschen selber versorgen. Ich müsste jetzt eigentlich schon wieder ein bisschen Priorität setzen. Essen haben wir 25.000, das sieht gut aus momentan. Wenig Ressourcen, Mehl, Laus. Okay, was haben wir hier? Wenig Algen. Ach, Algen ist natürlich auch immer so unser Problem. Wir müssen auch so ein bisschen an Schleim ran. Wir müssen irgendwo an Schleim ran. Schleim, hier haben wir zum Beispiel Schleim. Ist zwar alles jetzt nicht so toll, weil wir hier richtig viele Keime haben. Aber wir müssen so ein bisschen an Schleim ran. Oder irgendwo, ich sehe jetzt hier gerade auch, ist auf hier oben eigentlich wenig Algen. Algen, 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 Algen. Hier haben wir ein bisschen Algen, aber Wasser, das ist doof. Doof, 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 doof. Da ist auch nichts. Hier wären Algen, da könnten wir uns nochmal runterbuddeln. Das werden wir auch, glaube ich, tun, glaube ich. Ansonsten ist hier in näheren Umgebung, hier oben ist noch ein bisschen was, aber da müssen wir uns auch erstmal wieder komplett drüber buddeln. Ich glaube, wir nehmen erstmal hier unten die Reserven. So, da buddeln wir uns mal hier rein. Da setzen wir auch gleich mal Prio rauf. So, einmal Prio. Einmal Prio. Ach, machen wir hier ist komplett 8. Und das ist gut.
Hoffentlich kommen sie da gleich rüber. Dann können wir gleich noch ein bisschen verlängern. Und dann können sie hier gleich die Algen noch mitnehmen. So, machen wir auch mal 8 drauf. Passt sowieso ganz gut. So. Passt sowieso ganz gut, weil wir hier ja auch mal hin wollen. Hier wollen wir auch mal reinluschern, dass hier sie hier so rumtreibt. Ja, also ihr seht, es ist wieder mal eine ganze Menge zu tun. Wieder mal eine ganze Menge. Ihr kennt das ja von mir. Und hier haben wir wieder Licht. Das ist gut. Hier leuchtet wieder alles. Hoffentlich kriegen wir das hier vernünftig versorgt. Achso, hier müssen wir ja auch noch Licht reinbauen. Wir müssen auch noch Licht reinbauen. Wir brauchen Licht. Das ist ja erstmal wahr. So, hier brauchen wir noch einen Koch. Versorgung, bedienen, kochen. Das ist gut, Bauerntölpel. Sehr gut, wir nehmen Joshua. Weil er kann kochen und ist noch ein Bauerntölpel. Also kann ich forschen. Ja gut, da kann ich herzlichst drauf verzichten. So, dann werden wir gleich mal als Koch einstellen. Zack, wups. Koch, bitteschön. Stell dich bloß gut an, sag ich dir. So, dann kann der Kamerad nämlich ein bisschen kochen. Ja, siehst du. Machen sie auch schon die Rohrsysteme fertig. Da unten sollen sie eigentlich weiterarbeiten. Das machen sie noch nicht. Aber hier machen sie zwischendurch immer nochmal Rohre. Habe ich die eigentlich auf Prio gesetzt? Okay. Habe ich nicht mal auf Prio gesetzt. Na gut. Wir können hier noch schon mal, was wir hier noch in der Zwischenzeit machen können. Wir packen da schon mal Beleuchtung rein. 1, 2, 3, 4, 5. Ja, das ist hier ein bisschen blöde. Aber hier müssen wir das so machen, sonst kriegen wir es hier nicht bis hin komplett ausgeleuchtet. Weil ihr seht es ja selber, wir müssen hier, das sieht man bei der Beleuchtung noch nicht. Unbeleuchtetes Gebiet. Kriegen wir das hier irgendwie? Naja, aber ihr habt das ja gerade gesehen. Warte mal, wir machen nochmal kurz Möbel. Dann machen wir so. Irgendwie kriegen wir das nochmal gleich gezeigt hier. So. Da seht ihr ja diesen Lichtkegel. Und dieser Lichtkegel muss auf der Höhe der Pflanzen sein. Und zwar an der Narbe quasi, wo nachher dieser Pottich da anfängt. Also im Prinzip zwei hoch. Er muss zwei hoch sein. Und deswegen brauchen wir den hier nachher zum Ende, damit wir hier das Stück hier auch noch beleuchtet kriegen. Weil da soll auch noch so ein Ding rein. Ich weiß gar nicht, warum ich da gar keinen gesetzt habe. Ich glaube, da war vorher irgendwie noch ein anderer Topf. Da liegt ja auch noch was. Irgendwie war da noch vor was anderes drin. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt gar nicht. So, dann setzen wir noch einen hydroponischen rein. Hä? Hydroponisch! Machen wir Goldamargan oder was machen wir da? Dekoration minus 5, Dekor plus 10. Zack. Bauen wir da auch nochmal rein. Die müssen wir auch nochmal abreißen. Die lasse ich jetzt aber momentan noch, weil wir noch so einen kleinen kritischen Punkt haben, dass die noch ein bisschen wachsen sollen. Also erst, wenn wir hier nachher die Pflanzen zum Laufen haben sozusagen, dann bauen wir die nachher weg, sodass wir da so einen sauberen Übergang haben. Und hier sieht man das dann auch wunderbar. Ich zeige euch das hier nochmal. Das hätte ich euch auch gleich hier zeigen können. Da seht ihr, dass wir hier immer so einen Block da drüber sind. Na, und da wachsen die Pflanzen auch dementsprechend. Da funktioniert das ganz gut. Und ich wüsste nicht, dass hier eine von den Pflanzen sagt, dass sie eben nicht genug versorgt wird. Nee, das ist alles gut. So funktioniert das nachher. Deswegen haben wir hier die beiden so nebeneinander. Aber Hauptsache, weißt du, die setzen sie. Weißt du, die setzen sie sofort, aber hier mal so ein bisschen bauen und mal ein bisschen was für die WCs. Nein, das ist Blasphemie, das läuft nicht. Das läuft natürlich nicht. Da, guck mal, hier haben sie schon zwei. Oh, warte mal, was ist das denn für einer? Warte mal. Das ist ein Stonehatchling, ist das. Das ist ja witzig. Dies ist ja witzig. Na. Gut. Wunderbest. Ein Stonehatchling. So, wie viel haben wir jetzt hier noch? Nur noch 7 Tiere. Das ist gut. Hier bauen sie denn die Bilder. Ja, die müssen also langsam wieder so ein bisschen. Ach, guck mal, jetzt bauen sie hier oben. Das ist auch witzig. Also manchmal, was sie für Prioritäten setzen, das ist manchmal ein bisschen komisch. Vor allem, wenn man sagt, baut doch bitte hier unten weiter. Bitte tut mir den Gefallen. Ach, das ist komplett... Ach so, guck mal, deswegen. Okay, ich glaube, ich habe den Fehler gefunden.
Dann machen wir das nämlich alles mal komplett hier auf 9. Die sollen nämlich erstmal so ein bisschen für Luft sorgen. Danach können sie ja machen, was sie wollen. Aber ich möchte jetzt erstmal ein bisschen Luft haben. Weil wir haben keine Algen mehr und wir haben auch keinen Schleim mehr. Das heißt, wir können weder Algen herstellen, noch haben wir Algen selber. Bevor sie wirklich anfangen, vor Stress unterzugehen, weil sie eben keinen Sauerstoff mehr haben, da holen wir es lieber erstmal ein bisschen Algen. So, hier könnten wir eigentlich auch schon so eine... Bauen wir hier noch auch so ein Ding hin. Also so viel reißt er ja nur auch nicht hier, ne? Ich meine, wir haben hier so viel Kohlenstoffdioxid. Die Algen reißen jetzt ja auch nicht so viel. Er hat mich ja auch darauf hingewiesen, so hier, Mensch, da hast du so viel Kohlenstoffdioxid. Bau dir mal so ein Algenterrarium hin. Alles vollkommen richtig. Und das Problem ist, wir brauchen dafür Wasser und Algen, ne? Das heißt, wir verballern für diese Dinger Wasser und Algen. Und eigentlich will ich mir erstmal ein bisschen Algen aufsparen, um eben hier auch Sauerstoff produzieren zu können. Aber ihr seht es trotzdem, hier bringt es nicht so viel, was aber auch daran liegt, dass wir hier alles abgeschottet haben. Also Kohlenstoffdioxid kann eigentlich nur über diesen Kanal hier nach unten und verteilt sich dann letztendlich auf dieser Ebene. Also da müssen wir mal sehen, dass wir... Da müssen wir uns auch nochmal irgendwie mal ein System einfallen lassen. Das könnte man ihm halt schön in diesem Tutorial machen. Dass man sich mal ein System ausdenkt, wie so ein Lager tatsächlich mal aufgebaut ist. Also auch, dass die... verschiedenen Lufttypen, sage ich jetzt mal, vernünftig in der Basis auch zirkulieren können. Dass es das Wasserstoff vernünftig nach oben zieht, dass das Kohlenstoffdioxid vernünftig nach unten zieht, dass sich auch der Sauerstoff vernünftig in der Basis verteilt. Sowas, das sind nachher Sachen, die wir eigentlich wunderbar mal austesten können. Gut, ich würde sagen, an dieser Stelle machen wir erstmal wieder einen kleinen Cut. Da haben sie schon die ganzen Algen eingesammelt. Das ist gut, das heißt, die können jetzt erstmal in der Basis wieder die Algen verteilen und für vernünftig Sauerstoff sorgen. Das ist wunderbar. Gut, wie gesagt, an dieser Stelle vielen Dank, dass ihr dabei gewesen seid. Und ja, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da, wenn es euch gefallen hat. Wenn ihr Tipps, Tricks und Anregungen habt, immer gerne in die Kommentare damit. Und dann sehen wir uns bei der nächsten Folge Oxygen Not Included wieder. Macht es gut, bis dahin. Tschüss.